Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich wieder was sehr, sehr Persönliches ansprechen. Ihr habt den Titel gelesen, ich habe das Mama-Burnout bezeichnet. Das ist was, was ich ganz oft auf Instagram lese und was ich natürlich selber auch schon erlebt habe. Dieses Ausgebranntsein, dieses Fertigsein. Einfach, man ist halt nun mal fast 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Mama. Und das heißt halt ganz, ganz oft, dass man sich selbst zurückstellen muss. Und selbst wenn man gerade müde ist und wenn man K.O. ist, weil man zum Beispiel wie ich gerade ein zahnendes Kind zu Hause hat, kann man dem einfach nicht nachgeben, weil man für sein Kind da sein muss. Das ist manchmal sehr, 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 sehr hart. Und es gibt ganz oft, merke ich das bei mir, das baut sich einfach so auf. Da kommt eine Sache auf die andere und es wird immer schwerer und immer härter. Und man hat dann irgendwann das Gefühl, das geht nicht mehr. Wie komme ich hier wieder raus? Was mache ich hier? Und ganz oft sind das Einflüsse natürlich von außen, aber ganz oft ist man vielleicht auch selber ein bisschen daran schuld. Und da greife ich mir selber an die eigene Nase. Ich weiß das auch. Also ich weiß auch zum Beispiel, was meine Probleme sind und wie sich das aufstaut. Und das ist ganz oft nicht das Kind. Nicht das Kind, was halt gerade Probleme hat und was die Mama braucht und deswegen manchmal halt ein bisschen anstrengend ist. Sondern es ist ganz oft dieses, eigentlich was rundherum, danebenher noch passiert. Wir hatten letzte Woche mit Manu ein sehr interessantes Gespräch eigentlich, wo es um unsere Stellenwerte ging. Und ich musste feststellen, ich habe mir darüber halt vorher noch nie so genau wirklich Gedanken gemacht. Ich wusste, dass es nicht so ideal aussieht, aber ich habe mir das noch nie so ins Gedächtnis wirklich gerufen. Und ich war mir noch nie vorher so klar darüber, weil ich noch nie so detailliert darüber nachgedacht habe. Und zwar, wie meine Stellenwertverteilung eigentlich aussieht. Und zwar stehen an erster Stelle logischerweise meine Kinder. Das ist bei jeder Mama so. An zweiter Stelle steht dann Manu. Also ich stecke halt auch ganz viel für ihn zurück. Also dass er zu seinem Fußballspiel gehen darf, dass er sich mit Freunden treffen kann, dass er ganz, ganz wenig im Haushalt machen muss. Also dass er, wenn er von der Arbeit kommt, seine Ruhe halt hat, was wir als Mütter natürlich nie haben. Also an zweiter Stelle kommt er und ich stecke auch ganz viel für ihn zurück. Und an dritter Stelle sollte eigentlich ich selbst kommen. Spätestens. Tue ich aber nicht. Meistens komme ich erst an vierter oder fünfter Stelle. An dritter Stelle steht noch so das ganze Soziale. Also da hast du halt noch Familie, da hast du Freunde, da hast du Druck, zum Beispiel auch von Gesellschaft. Da steht das Berufliche. Also als Mama will man sich ja nicht auf dieses Mama-Sein beschränken oder ich jedenfalls nicht. Und das heißt halt für mich, dass in den wenigen Stunden, die ich halt am Tag frei habe, ich arbeite. Und das macht es nicht gerade besser, irgendwie auch mal zur Ruhe zu kommen. Genau, und dann komme ich an vierter Stelle. Und das ist ziemlich schlecht, denke ich, und sollte auf keinen Fall so sein. Wenn man Manu fragt, kommt er selbst halt erstmal an erster Stelle. Und das ist eigentlich auch richtig so. Man sollte sich selbst eigentlich immer an erster Stelle stellen und darauf achten, dass es einem selbst gut geht. Also sowohl körperlich, dass man sich halt die Zeit nimmt, um in Ruhe Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren. Das ist so ein Punkt. Gesunde Ernährung fällt mir als Mama unglaublich schwer, weil alles Essen ganz, ganz schnell gehen muss. Weil es wäre ein echt mieser Esser ist und ich meistens nicht die Zeit habe, in Ruhe irgendwas zu essen. Ich weiß, sie hat nur eine ganz, ganz kurze Zeitspanne, in der sie was isst und dann ist das Essen vorbei für sie und dann ist das Essen auch für mich vorbei. Deswegen esse ich super schlecht. Ich habe nicht so viel Zeit für Sport, wie ich es gerne hätte. Also ich achte auf meinen Körper und auf mich selbst sehr, 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 sehr schlecht. Und das sollte man aber eigentlich an erste Stelle setzen, weil wenn man auf seinen Körper achtet oder auch auf seinen Geist achtet, dass man genug Auszeiten hat, dass man halt mal in Ruhe irgendwo sitzen kann und lesen kann. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Ruhe gelesen habe. Dann entspannt sich natürlich alles. Dann kann man viel besser mit seinen Kindern auch umgehen, ruhiger umgehen, ist nicht so gestresst. Aber ja, für mich kann sagen, dass ich mich meistens erst an vierter Stelle setze. Und das ist was, da bin ich selber dran schuld, ist aber auch Teil dieses Mama-Burnout-Problems. Ein Grund, warum Mama oftmals dieses Gefühl haben, dass alles zu viel ist, ist natürlich auch Druck. Druck, den man sich selbst macht, aber auch Druck, der von außen kommt. Also so Druck von der Familie, kennt ihr bestimmt. Jeder hat in seiner Familie, glaube ich, irgendwie jemanden, der immer meint, alles besser zu wissen. Wie man seine Kinder erziehen soll, wie man seine Partnerschaft leben soll. Also ich muss mir immer wieder ein und dieselben Dinge anhören, die ich aber nie in meinem Leben ändern möchte, weil so wie ich sie lebe und führe, ist das für mich genau richtig. Ich werde die niemals ändern und trotzdem muss man sich das immer und die immer wieder anhören. Und
Leute haben natürlich auch eine ganz andere Vorstellung von deinem Leben vielleicht. Die haben sich das, deine Eltern oder so, die haben sich das vielleicht ganz anders für dich vorgestellt. Aber du lebst das Leben, was du halt leben willst jetzt in dem Moment. Und das ist halt auch ganz oft. Aber auch Druck von der Gesellschaft, ne? Die Menschen erwarten von dir, du bist zu Hause, du musst dich ja nur um dein Kind kümmern. Also solltest du doch froh und glücklich sein, du musst nicht arbeiten gehen. Der arme Mann, der muss doch den ganzen Tag arbeiten und der muss für euren Unterhalt sorgen. Und dann hast du vielleicht dein Kind nicht im Griff, weil das zum Beispiel im Supermarkt einen Wutausbruch bekommt. Und wie kannst du nur und was bist du für eine schlechte Mutter und wie hast du dein Kind erzogen? Und solche Sachen einfach. Darüber sollte man sich, eigentlich sollte einem das auch egal sein, was halt Leute im Supermarkt denken, wie es wäre. Als sie noch so ganz klein war, konnte die das Geräusch, dieses Piepen, wenn Produkte über diesen Scanner gezogen werden an der Kasse, konnte die nicht leiden. Sobald wir an der Kasse anstanden, hat die halt angefangen zu weinen. Aber was sollte ich denn machen, ne? Also standest du da 10 Minuten mit einem heulenden Kind, aber es war halt so. Aber trotzdem hast du immer im Hinterkopf, Gott, was sollen die Leute jetzt denken? Und ja, aber es ist halt in dem Moment so. Aber man denkt darüber nach. Oder ich bin so ein Mensch, der darüber nachdenkt oder dem es halt auch unangenehm ist, wenn Vince beispielsweise in der Öffentlichkeit nicht auf mich hört. Wobei ich manchmal weiß, woran das liegt. Und gerade dann, wenn wir halt draußen irgendwo in der Öffentlichkeit sind und er nicht mit mir kooperieren möchte, bin ich gestresster und gehe weniger auf ihn ein, als ich es hier zu Hause tun würde. Und das ist wieder sowas. Dieser Druck von außen, von der Gesellschaft, den Druck, den ich mir auch selber damit mache, beeinflusst mich wieder und stresst mich wieder mehr, als es eigentlich sein müsste. Aber man macht sich auch selbst ganz, ganz oft Druck, ne? Man möchte eben diese gute Mutter sein. Man möchte, dass immer der Kühlschrank gefüllt ist und dass man toll kochen und backen kann. Und man möchte, dass der Haushalt immer top in Ordnung ist. Man möchte, dass die Kinder immer super angezogen sind, dass man da ja keinen Dreckfleck irgendwie mal übersieht, wenn man irgendwo hingeht. Man möchte, dass die sich benehmen überall und dass die Bitte und Danke sagen. Und jetzt zum Beispiel, Vince hat gerade so eine Phase, er möchte Leuten, wenn wir irgendwo zum Geburtstag sind, er möchte denen nicht zum Geburtstag gratulieren. Ich weiß nicht warum, aber es ist, im Grunde ist es mir auch nicht so wichtig, aber es ist halt so dieses, man gratuliert halt eigentlich jemandem, wenn man zum Geburtstag geht und ist total dumm, dass man sich halt auch diesen Druck selber macht. Und wo ich mir auch ganz viel Druck mache, ist Erziehung und Erziehungsfehler. Also ich habe halt eine bestimmte Vorstellung, wie ich möchte, wie meine Kinder irgendwann mal werden. Und das ist natürlich ganz arg von meiner Erziehung abhängig. Und da mache ich mir auch ganz, ganz viel Stress und habe ganz viel Angst davor, dass ich da halt Fehler mache, große Fehler mache. Also ich lese jetzt nicht so viele Erziehungsratgeber. Und der eine, der war eigentlich gar kein Erziehungsratgeber, sondern es ging um Selbstliebe. Und da gab es so ein paar Absätze, wo es halt darum ging, wo manchmal die Eltern in der frühesten Kindheit mal irgendwas gesagt haben, was sich so in den Kopf der Kinder eingebrannt hat. Da war zum Beispiel das eine Beispiel, die Frau hatte halt eine Mutter, die sich nie leiden konnte. Und sie hat halt als Kind immer gehört, dass die Mutter, die sie selbst als wunderschön und perfekt angesehen hat, immer vorm Spiegel stand und an sich rumgemäkelt hat. Und was ist beim Kind hängen geblieben? Dass selbst wenn du noch so schön bist, irgendwas immer nicht an dir perfekt und toll und richtig sein kann. Und genau sowas möchte ich halt nicht. Und da habe ich ganz, ganz viel Angst davor, dass ich so irgendwo sowas Kleines, Unachtsames sage oder tue oder mich benehme, was bei den Kindern später mal hängen bleibt und dafür sorgt, dass sie sich zum Beispiel nicht selbst lieben, dass sie nicht selbstbewusst sind, dass sie nicht ihr Leben so leben, wie sie es wollen, sondern dass sie ihr Leben so leben, wie sie denken, wie es sein soll. Oder wie andere Leute es gerne hätten. Und das möchte ich halt nicht. Und da mache ich mir wieder Druck, dass ich immer darauf achte, wie erziehe ich denn oder wie benehme ich mich? Ist ja gar nicht direkte Erziehung, sondern wie benehme ich mich oder was sage ich gegenüber den Kindern? Wie war das heute? Habe ich wieder irgendwas gesagt, was jetzt vielleicht irgendwann in der Zukunft der Kinder bei denen blöd hängen bleiben kann? So total dumm, ja, aber mit sowas beschäftige ich mich und damit mache ich mir Stress. Und dieses alles, ne, das ist so ein, da kommt immer mehr aufeinander und immer mehr und immer mehr und immer mehr und irgendwann kann man nicht mehr. Irgendwann ist man einfach nur müde, möchte den ganzen Tag schlafen und einfach nur in Ruhe gelassen werden, was natürlich nicht geht. Man kann sich diese Auszeit einfach nicht nehmen und dann wird es immer mehr und immer mehr. Und dann kommt man halt eigentlich an den Punkt, wo man sagen müsste, so stopp, ich brauche jetzt eine Auszeit. Ich stelle die und die Forderung. Also ich möchte jetzt zum Beispiel an den Partner, ich möchte, dass du mir mehr im Haushalt hilfst und ich möchte, keine Ahnung, ich möchte am Wochenende 2 Stunden nur für mich haben. Oder dass man mit den Großeltern spricht, so ihr einmal in der Woche nehmt ihr für 2 Stunden nachmittags die Kinder. Diese Forderung sollte man dann eigentlich stellen, weil man es bitter, bitter nötig hat. Aber ich in meinem Fall, ich tue das nicht. Also ich schrecke davor zurück, Forderungen zu stellen. Also sowohl jetzt zum Beispiel, ne, an meine Familie, ich würde nie
zu meiner Familie gehen und darum bitten, dass sie die Kinder für einen bestimmten Zeitraum nehmen, nur damit ich eine Auszeit nehmen kann. Also natürlich sind die manchmal bei den Großeltern, aber wenn es nicht anders geht. Also wenn wir irgendwie Termine haben, wo wir die Kinder nicht mitnehmen. Oder wie heute, gebe ich nachmittags Svea ab, weil ich mit Vincent Augenarzttermin habe. Und dann möchte ich Svea halt ungern mitnehmen. Und in solchen Momenten bitte ich darum. Und dann schrecke ich davor zurück, zusätzlich noch um Zeit zu bitten, Zeit für mich, also dass sie die Kinder nehmen, damit ich Zeit für mich habe. Also davor schrecke ich zurück und ich schrecke genauso davor zurück, Manu zu bitten, wenn er von der Arbeit kommt, halt erstmal was im Haushalt zu tun oder sich allein um die Kinder zu kümmern, damit ich zum Beispiel mal eine halbe Stunde einfach den Kopf draußen frei bekommen kann. Und davor schrecke ich zurück, weil da habe ich immer im Hinterkopf, oh, er war jetzt den ganzen Tag arbeiten und er hat für euch gearbeitet, für euren Unterhalt und jetzt braucht er erstmal seine Ruhe und ja. Und innerlich bin ich aber so, eigentlich möchte ich das. Und dann ist man schon wieder so, wieso erkennt er das nicht? Also wieso erkennt der Partner jetzt in dem Fall nicht, dass ich völlig K.O. bin und eine Auszeit brauche? Aber wie soll er es erkennen, wenn wir es nicht laut aussprechen? Also ihr merkt auch, ich weiß ganz genau, wo meine Probleme liegen und wie es besser laufen würde. Die Einsicht ist wahrscheinlich auch erstmal der erste Schritt zur Besserung. Und trotzdem fällt es mir so unglaublich schwer, halt mir Zeit für mich zu nehmen und Forderungen zu stellen. Also diese Zeit für mich auch einzufordern. Und ich glaube, das geht ganz, 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 ganz vielen Frauen da draußen so. Und ich habe gemerkt, wenn ich in Videos so davon erzähle, wie es halt bei mir wirklich abläuft und was ich manchmal wirklich denke und fühle, dass in den Kommentaren ganz oft Frauen schreiben, denen es halt ganz genauso geht. Und das finde ich wichtig, dass ihr wisst, das geht uns fast allen so. Und dass man sich ja gegenseitig vielleicht auch mal bestärkt. Und vielleicht hat der andere, ein oder andere auch mal einen Tipp, dass er sagt, okay, an dem Punkt habe ich halt einen Cut gemacht und dann habe ich das so und so für mich geändert und jetzt läuft das besser für mich. Und deswegen habe ich eigentlich dieses Video gedreht. Und ich freue mich jetzt wieder sehr auf eure Kommentare und hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.